Bereits seit dem 17. Jahrhundert entwickeln Mathematiker Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, um Risiken besser einschätzen zu können. Besonders für Versicherungsunternehmen war dies schon immer von zentraler Bedeutung. Ihre Aktuare benötigen möglichst viele Daten, um sie auswerten und daraus Risiken bewerten zu können. Der Beginn des Computerzeitalters. Die Menge der verfügbaren Daten erhöht sich ab jetzt rasant. Über ihre Kunden wissen Versicherer damals hauptsächlich das, was diese ihnen erzählen. Zum Beispiel Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Adresse. Aus diesen Daten ermitteln Aktuare die Grundlagen für einen Versicherungsschutz. Die Nachfrage nach Versicherungspolicen wächst und Versicherungskunden bilden größere, in sich relativ homogene Kollektive. Dadurch wird der Risikoausgleich innerhalb des Kollektivs und über die Zeit immer besser. Mathematische Grundlage: das Gesetz der großen Zahlen. Computergestützt ermitteln Aktuare eine Auswahl an Versicherungstarifen, die immer besser auf einzelne Risiken zugeschnitten sind. Das Internet wird für die kommerzielle Nutzung geöffnet. Gleichzeitig wird Individualisierung zum gesellschaftlichen Megatrend. Mit Big Data erhalten Versicherungen genauere Kenntnisse über die Bedürfnisse des Einzelnen. Grundlagen hierfür sind die zunehmende Verbreitung des mobilen Internets, die allumfassende Vernetzung im Internet of Things sowie die Verfügbarkeit immer größerer, günstigerer Speicherkapazitäten und von leistungsfähigem Cloud Computing. Es werden erstmals mehr Daten digital als analog gespeichert. Immer mehr strukturierte und unstrukturierte Daten sind im Internet verfügbar. Und was bedeuten diese Datenmassen für die Arbeit der Aktuare? Einerseits kann der Aktuar dank der umfangreichen Daten immer individuellere Versicherungsangebote ableiten, denn er kennt den einzelnen Kunden immer genauer. Andererseits stellen sich Aktuaren eine Reihe neuer Fragen. Sind wir fit für Big Data? Was müssen wir beim Datenschutz beachten? Reicht die Datenqualität für belastbare Aussagen? Rechnen wir zukünftig noch mit dem Kollektiv? Welche neuen Produkte wird es geben? Zu welchem Preis? Und vieles mehr. Wir Aktuare werden Antworten finden. www.aktuar.de. Wir rechnen mit der Zukunft.